Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim mit fernwallischen Grüßen. Hi. So, ich habe Holz, ich habe mir jetzt mal einen Bären, ich probiere mal mit der Bärenmarmelade, ob es damit auch ausreicht, um einfach nur hin und her zu laufen. Dürfte aber eigentlich. Und brauche ich jetzt nicht immer das gute Fressen fressen. Und dein Haus ist kacke. Wieso ist dein Haus kacke? Haus nochmal abreißen, neu bauen oder wie kacke ist das? Ja, so kacke. Och, Chatti. Dein Häuschen sieht doch okay aus. Gefällt dir dein Häuschen jetzt nicht mehr oder wie? Ja. Was ist denn jetzt Problem? So, erzähl mal dem guten alten Onkel Turtle, was dein Problem ist. Zeig mir den Finger drauf. Ja. So, und jetzt nochmal für den Zuschauer, weil der kann mausisch nicht. Soll hier hin. Die Betten sollen hier hin. Und dein Problem ist, das Lagerfeuer reicht nicht bis oben hin. Das Einzige, wo es noch ruht, wäre hier. Ich müsste starke Umbaumaßnahmen machen. Soll ich dir das machen? Ja, und die Mauer sieht jetzt kacke aus, im Verhältnis zu den Steinkreis. Die Mauer ist doch noch gar nicht fertig. Das ist abgesteckt, das habe ich doch eben gerade noch gesagt, Mausi, in der letzten Folge. Das ist doch alles abgesteckt gerade mal und ich habe gerade festgestellt, das haut nicht so hin. Ich kann aber mich nicht aufteilen. Warum nicht? Ja, so. Turtle, Schattendoppelgänger. Der eine macht jetzt das. So, was soll ich jetzt zuerst machen? Soll ich jetzt erst die Mauer machen oder soll ich jetzt erst dein Haus machen? Ja, erst die Sicherheit. Erst die Sicherheit. Okay. Dann machen wir erstmal das. Weil ich hätte schon eine Idee, weil ich habe schon gesehen, woran das Problem liegt. Das heißt, man muss das aber ganz genau timen. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken. Hier muss jetzt erstmal nochmal ein bisschen was weggenommen werden. Hier muss das jetzt erstmal nochmal angefügt werden. Machen wir kurz eine fliegende Mauer draus. Okay, jetzt kann auch eine fliegende Mauer nichts mehr machen. Jetzt muss ich doch begradigen. Muss anpassen. Dieselbe Höhe. So. Was da noch hoch? Ja, jetzt habe ich die Steine weggelegt, um Holz mitzuschleppen, ne? Hoppala. Wald bewegt sich. Ach, da vorne bist du schon am Fighten. Na, dann kommt mal her. Die sind ja noch easy. Passt bloß bei den Berserkern auf. Na, kommt. Kommt man bei deinen her hier? Sie hinter dir ist ein Berserker. Du läufst gerade vor mir weg.
So, Schamane. Ja, sorry. Was denn? Nee, alles gut. Und knapp zum ungünstigsten Zeitpunkt. Berserker. Ja. So, kommt mal her, ihr Klein. Du musst versuchen, im rechten Moment zu blocken. Über mal jetzt an den Berserker. Nimm den Kleinen mal raus. Genau. Und noch nicht zuschlagen, noch nicht zuschlagen. Übe mal ein bisschen. Das war zu spät. Genau. Immer wenn er diesen Move macht, dann hast du richtig geblockt. Hat er keinen Bock mehr. Ja, ja, egal. Nimm ihn jetzt, das levelt auch dein Blocken. Das musst du können mit dem Messer. Ich weiß, das ist halt, wenn so viele Gegner kommen, dann ist es immer schwer. Im Rücken kannst du es nicht blocken, ne? Aber immer zu dem Gegner hingerichtet und im rechten Moment blocken. Somit kannst du alles blocken mit dem Schild, was du hast. Cool. Bis auf jetzt Trolle. Dafür brauchst du dann halt nochmal ein bisschen mehr Blockwert, aber hier die ganzen Berserker, Grauzwerge kannst du so blocken. Das Einzige, was du so nicht blocken kannst, sind Schamanen. Die machen Magie. So, und jedes Mal, wenn sie so strugglen, wenn du dann zuschlägst, machst du den doppelten Schaden. Na, wenn er nicht richtig trifft, ne? So, jetzt kannst du die jetzt umbringen, wenn du willst. Boah, sie will jetzt blocken leveln, oder was? Na ja, gut, dann level mal deinen Blocken. Ich gönn dir den. Den üben wir. Ein Versuchskaninchen. Ja, aber jetzt, ne? Weil so kannst du auch mit deinem Messer deutlich mehr Schaden machen. Weil dein Messer hat ja, genauso wie mein Schwert, einen Parieren-Bonus mal. Das heißt, du machst dann sozusagen den Malschaden. Ich glaube, beim Messer war es sogar mal 4. Das heißt, du machst mal 4 Schaden. Dann machst du halt noch deutlich mehr Aua. Oder war das mehr Hinterhältigkeit? Ich glaube, es war mehr Hinterhältigkeit. Ich weiß das jetzt gerade nicht. Ich müsste das Messer nochmal gucken. So, na, ich sehe schon, aber brauchen wir noch mal ein bisschen Erde hier. Eine Voraussetzung. So, ich mach mal auch mal weg. Reicht das jetzt erstmal, um die Mauer aufzustellen? Ja, es reicht wieder. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich jetzt schon... Ne, jetzt muss ich mal abzählen. Nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ne. Sechs und... Na, komm schon. 7. Du, ich hau dich auch gleich mit dem Bauhammer, mein kleiner Freund. Oh, alleine mit dem Schwert kann ich dich nicht blocken. Alter.
So, dann haben wir die Ecke schon mal drin. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder machen. So, das hier ist. Ist das jetzt schon die angeglichene? Jetzt müssen wir nochmal abzählen hier. 2, 3, 4, 5, 6. Ne, das ist sogar ein. Zu niedrig, wir brauchen aber 7. Das heißt, hier müsste das dann hin. Also, jetzt fehlt hier eine Werkbank mal. Und hier nochmal eine hinstellen. Dip, 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 dip. Fehlt ein bisschen Holz. Na, reiße ich hier nochmal wieder was ab. An Holz soll es ja nicht mangeln. Haben wir doch alle da. So. Zack. Ja. Jetzt wäre ich zu eifrig hier. Böser, nasser Regen hier. So, jetzt haben wir erstmal das Eck gezogen. Kriege ich den jetzt da noch irgendwie rein oder muss ich begradigen? Ich muss begradigen. Geht nicht anders. So, jetzt klappt das schon mal. Jetzt muss ich gucken. Immer 1, 2 Ticks weiter. Wenn ich das jetzt so ansetze, würde das ausreichen. Okay. Das wäre aber noch nicht wirklich richtig rund. Nein, jetzt habe ich die Werkbank dahinter abgerissen. Dich brauche ich doch noch. Darfst da ruhig erstmal stehen bleiben. So, wir dürfen aber auch nicht zu viel nehmen, weil auf der anderen Seite ist noch ein bisschen mehr Platz vom Nöten. Das war dann halt der falsche. Das heißt, hier müsste. Achso. Holz. Ja, ich sammle dich schon wieder auf. Drei, vier. Nee, das haut immer noch nicht hin. Das haut immer noch nicht hin. So, nochmal gucken. Mal zu machen. Jetzt sammel doch mal das Holz auf, mein Lieber, hier.
Eine ganz leichte Diskrepanz, die passt aber so. So, jetzt machen wir das bei der Ecke hier hinten natürlich auch. Mal gucken, wir hatten jetzt quasi ein... in der leichten Schräge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt muss ich es hier nochmal replizieren. Ja, das haut nicht hin. Zwei. Hier auch nochmal weg. Und hier einmal hin. Okay, dann machen wir das hier jetzt auch nochmal. Ne, das war ein zu weit. Okay. Na, komm. So. Das ist auch nochmal weg. So. Was hältst du jetzt vom Grundriss der Mauer? Ist jetzt ovalförmig. Ich komme. Sieht schon besser aus. Willst du es ovalförmig oder wirklich rund haben? Weil für rund muss ich noch sehr viel rumexperimentieren. Rund wäre besser. Ja, aber... würde besser passen. Da kriegst du dann schwerer die Türen dann rein, ne? Wird ordentlich Fummelarbeit. Ja. Da könntest du es auch so lassen, aber es muss noch deutlich größer, wenn das Feld mit rein soll. Das Feld soll jetzt hier noch nicht mit rein. Nee, aber später. Ja, da würde ich dann sagen, dass das Feld dann quasi, mehr eine eigene Mauer krieg. Weißt du, wie ich meine? Aber dass das hier hinten dann erstmal für dein Lager und ähnliches dann auch ausreicht. So, das heißt, ich muss jetzt hier noch die Türen reinmachen. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Habe ich noch genug Holz für die Türen? Für das Tor, ja. Jetzt sind wir hier mal zwei raus. Kann ich das mit den Türen auch so machen? An und für sich schon. Jetzt ist nur die Frage, dadurch, dass ich das jetzt ja ein klein wenig verschoben habe, geht das noch mit Dach, weil das braucht ja noch ein Dächlein.
Ein kleines. Da kann ich mir noch locker erlauben. Das heißt, wir haben mal. Am liebsten würde ich das ja in den Diagonalen haben wollen, dann. Sehr geil aus. In meinem Kopf. Man könnte jetzt natürlich auch einfach so sagen, ich schieb da ein Dach drauf. Aber mal gucken. Erstmal, glaube ich, den Balken. So, kriege ich das denn da trotzdem noch rein oder klappt das nicht? Okay, das klappt. Kann schon richtig Kacke bauen hier noch. So. Dann machen wir da einfach. Nee, falschen. Da ist ein X rein. Nee, schade. Das heißt, ich muss damit arbeiten. Moment, das steht mir ein bisschen zu sehr ab. Machen wir es so. So, was hältst du von deinem... ersten Tor? Das ist nur so eine Idee. Das ist da, wo du die Steine abgebaut hast. Und das würde ich jetzt sozusagen mal 4 an jeder Ecke einmal ansetzen. Ja. Und es ist auch überdacht. Es ist jetzt nicht so groß wie jetzt zum Beispiel da hinten bei mir, da hinten die Dinger, ne? Es ist ziemlich klein geworden. Und es hat... Oh, das ist, die Mauer ist auch nicht ganz symmetrisch drumherum, wa? Wieso? Doch. Klar. Ja, an dem Stein ist zum Beispiel mehr Platz als auf der anderen Seite. Hä? Ja, weil die Steine nicht... du hast das Haus nicht richtig symmetrisch. Ich habe mich jetzt ans Haus fokussiert. Das Haus ist symmetrisch jetzt eingebaut. Die Steine, das Haus habe ich jetzt immer vom Haus abgezählt. Weil du hast es ja, das Haus mitten in die Steine gesetzt. Aber die Steine waren ja nicht symmetrisch. Hey, ja, noch größeren Radius ziehen müssen. Dann wäre die Mauer jetzt so ungefähr da, wo du jetzt stehst. Das soll... Das würde ich alles wieder abreißen. Oh. Was willst du alles wieder abreißen? Das würde ich am liebsten alles wieder abreißen. Das ist Kacke. Ich kann nicht bauen. Ich bin beschämt. Ach, Mauchi. Wollen wir es nochmal ändern? Ja, dann sitzen wir noch 100 Folgen immer noch hier. Ja, dann sitzen halt noch 100 Folgen dran. Das ist doch, wo ist das Problem? Meine Güte. Also ich habe damit jetzt kein Problem. Dann sitze ich halt hier auf 100 Folgen an deinem Häuslein. Und weißt du, was der Vorteil ist? Nee. Deine Türen gehen jetzt nicht mehr kaputt. Ja, das ist gut. Das heißt, du musst sie jetzt nicht immer nachreparieren, weil da ist jetzt ein Dach drüber.
Jetzt kann uns das Spiel mal kreuzweise. Haha. So, das heißt, die Tür machen wir jetzt noch fertig. Hatte ich jetzt die kleinen? Ich hatte die kleinen genommen, ne? Ja, ich meine, ich hatte das kleine Dach genommen. Ich hatte doch das kleine Dach genommen, ne? Ja. Ja. Jetzt von vorne eigentlich auch was drauf gemacht. Ne, siehst du, da fehlt ja noch was. Weiß ich, was ich vergessen hatte. So. Ne, das ist too much. Das ist too much. So. Gut, zack. Oh, richtig rumdrehen. Oh, kein Holz mehr. Aber das kann schon mal erstmal nicht kaputt gehen. Gut, haben wir jetzt noch hier Holz drin oder muss ich nochmal rüber Holz holen? Soll ich hier irgendwas mitnehmen? Ja, sowas wie die Schweineköpfe und, ja, kannst du ruhig machen. Stein sollte ich hier lassen, wa? Aber Flint kann man mitnehmen. Dann wirst du ja noch zum Begradigen brauchen. Haben wir hier noch drinne diese komischen Augen. Steine kann man da lassen. Hier haben wir nochmal Leder. Die Köppe. Blümchen. Das Hirschfleisch, das Kernholz und das Edelholz können wir auch erstmal mitnehmen. Gut. Dann renne ich nochmal rüber. Weil ich brauche sowieso ein neues Holz. Naja, es sieht doch schon langsam befestigter aus. Was ist denn hier los? Auf dem Weg nach Hause, ja? Wollt ihr mich überfallen hier? Gangster. Seid aber mit dem falschen Fuß aufgestanden, meine Freunde. So. Na, Nixe, willst du mich auch nochmal überfallen? Wart ab, du. Wart ab, du. So, dupti-dupti-dupti-dupti-dup. Oh. Mittlerweile ist das Lager dunkel. Nee, doch noch nicht. Frisch gedroppt, können wir gleich wieder draufsetzen hier. Ah. Im holzriechenden Lager bin ich wieder angekommen. Das heißt, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.